das bisschen. Wie sieht's hier denn aus? Klinik am Südring, die Familienhelfer. Meine Güte, Jeremy! Jeremy? Jeremy! Jeremy? Jeremy? Wo bist du? Ach, du Lieb. Was ist das? Wo ist der denn? Was hast du gemacht? Ich hab mir wehgetan. Wie wehgetan? Ja. Hat dich etwas gebissen? Ja. Oh. Komm erst mal. Oh, es tut richtig weh, ne? Komm. Oh, scheiße. Dann müssen wir was aber machen. Ah, oh, was das machen wir jetzt? Sieht gut aus. Oh, scheiße. Was habt ihr hier gemacht? Hast du das gesehen? Jeremy, was ist hier los? Scheiße. Nee. Ich habe die Sanitäter angerufen. Du hast sie schon angerufen? Ja, die Okay. Die Notfallsanitäter sind bereits unterwegs. Während seine Eltern auf einem Kegelwochenende waren, hat der Gesamtschüler die Gunst der Stunde genutzt und eine wilde Party gefeiert, inklusive Schaf im Garten. Doch es wird sich noch zeigen, dass hinter seinem jugendlichen Übermut weit mehr steckt als die pubertären Auswüchse eines Teenagers. Was passiert? Mein Sohn ist verletzt oder gebissen. Gebissen? Er blutet. Oh. So wie es aussieht. Ja, 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 ja. Ist angebunden. Schaf. Okay. Darf ich mal schauen? Das ist ja schon ordentlich. Tetanusschutz? Ja, hat er. Ja, ganz frisch oder was? Ja, immer gemacht. Also ich würde gern als erstes mal ein Wörtchen mit ihm sprechen. Obwohl die Bissverletzung schon übel aussah, habe ich mich mit den Eltern geeinigt, dass wir den Jeremy vor Ort belassen, weil es gab wohl so ein bisschen Klärungsbedarf, was die Eltern erst mal abklären wollten. Ich habe darauf hingewiesen, dass, falls es schlimmer wird, falls es sich entzündet, dann auf jeden Fall noch mal zum Arzt oder ins Krankenhaus. Und für mich wichtig war, dass er eine aktuelle Tetanusauffrischung hatte, dass es da halt nicht zu einer schlimmen Infektion kommt. Ja, und mit euch zwei reden wir auch noch. Ach nein, bitte. Oh mein Gott. Der ist nicht verletzt oder ist er auch gebissen worden? Wo ist denn das Schaf her? Ja, wo ist denn das Schaf her? Das ist eine gute Frage. Ist immer noch vom Bauern. Okay, der weiß auch, dass das Schaf hier ist. Geliehen oder geklaut? Der hat so viele, der merkt er gar nicht. Geliehen. Ach, geklaut. Eigentlich müsste ich die Polizei dazu holen, weil ich jetzt Kenntnis darüber habe, dass das geklaut ist. Das klären wir. Wer kommt jetzt? Ja. Warte mal, ich mach mal auf. Oh, schönen guten Tag. Dann kommen Sie mal rein, bitte. Ja, ich mach mal zu. Einsatz bekommen, Ruhestörung. Erzählen Sie bitte. Ruhestörung? Ruhestörung verstehe ich jetzt nicht. Die Jungs hier haben gestern ein bisschen Party gemacht, aber als wir gerade heimkamen, war alles ruhig. Also Sie wohnen hier? Wir beide wohnen hier, genau. Hoffmann ist mein Name. Und die drei Jungs hier, die gehören jetzt in welches Familienverhältnis? Es ist unser hier und das sind seine Kumpels. Das ist Ihrer? Das ist in der Hinten. Das sieht aus wie ein Schaf, was angemalt ist. Die Polizisten verschaffen sich zunächst einen Überblick. Da Jeremys Kumpel nichts mit dem Diebstahl des Schafes zu tun haben wollen, werden sie zunächst entlassen. Der Zehntklässler gesteht schließlich, sowohl sich als auch das Tier mit einem Filzstift angemalt zu haben. Jetzt muss er sich dafür vor den Beamten verantworten. Ja, wir sind ja Zeuge geworden, wie hier ein Schaf offensichtlich wohl entwendet wurde. Wie alt bist du, wenn ich mal fragen darf? 16. Da ist man normalerweise schon fast ein erwachsener Mann, da macht man nur so einen Quatsch eigentlich nicht. Wir haben als Einsatz bekommen hier Ruhestörung, ich nehme an, oder kann mir ja schon erklären, dass ihr eine schöne Party gefeiert habt. Aber als wir hier ankamen, vor 10 Minuten, war es absolut ruhig. Auch für die Polizisten ist es zunächst nicht nachvollziehbar, warum ein anonymer Anrufer gerade erst eine Ruhestörung gemeldet hat. Und fertig sind die Beamten hier noch lange nicht. Die nächste ungeheuerliche Aktion der Teenager lässt nicht lange auf sich warten. Ich glaube, ich bleib sofort stehen! Sofort herkommen jetzt hier! Jetzt habe ich die Faxen immer leid. Was ist denn in euren Köpfen los? Was soll denn der Quatsch hier? Jetzt leuchtet mir das Ganze auch ein. Die Polizei anrufen, ne? Wir machen drin fingierten Einsatz und ihr macht so einen Quatsch hier. Das ist nur ein bisschen Spaß. Die unbelehrbaren Jugendlichen erhalten zudem Anzeigen wegen Behinderung eines Einsatzfahrzeugs. Die 16-Jährigen müssen mit einem saftigen Bußgeld rechnen. Die Beamten werden außerdem das Jugendamt über den Vorfall informieren und nehmen die Eltern ins Gebet. Ist das denn schon mal passiert mit Ihrem Sohn? Oder ist das jetzt das erste Mal? Mal ehrlich. Also eigentlich passt das gar nicht zu ihm. Der ist normalerweise nicht so. Ist ja gar nicht. Okay. Aber in letzter Zeit irgendwie. Aber sind Sie denn der Meinung, dass Sie das noch im Griff haben, so von der Erziehung? Ja, also ich habe auch darüber nachgedacht, vielleicht
uns helfen zu lassen? Das wäre auch meine Idee. Ich würde wirklich mal darüber nachdenken, ob sie da nicht mal professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, glaub, und gehen mit ihm mal zu so einem Psychologen und dann mit der den jungen Mann einfach mal wieder ein bisschen gerade und einordnet. Ne? Ja, ja. Die Eltern nehmen den Ratschlag der Polizisten dankend an und setzen sich mit dem Sozialpädagogen an Jeremys Gesamtschule in Verbindung. Zwei Tage später stattet Kevin Immler der Familie einen Besuch ab. Der Familienhelfer wurde mittlerweile auch von der Schule darüber informiert, dass es dort neuerdings ebenfalls massive Probleme gibt. Na? Wo willst du denn hin? Ja, noch einen Termin jetzt. Ja, aber ich hab echt gar keinen Bock drauf, ne? Also, immer so gar nicht. Aber jetzt bin ich extra gekommen. Ja, aber lass mich. Warte. Ich weiß, deine Eltern haben mir schon ein bisschen was erzählt, so, du hast ein bisschen Stress zu Hause, aber du hast die Schule geschwänzt, deswegen steckt die Schule mit drin, deswegen stecke ich mit drin, deswegen haben wir jetzt bald was zu klären. Super. Und wir haben einen Termin gemacht, ich bin extra hier. Ja. Ich bin heute hier, weil der Jeremy seit einigen Tagen nicht mehr in der Schule war. Jetzt kam noch dazu, dass seine Eltern mich kontaktiert haben, weil er so eine krasse Party gemacht hat, die völlig eskaliert ist und Stress mit der Polizei und sowas. Und die sind einfach am Ende und haben sich jetzt Hilfe geholt und das bin ich. Und ich gucke jetzt mal, was ich hier tun kann. Wo warst du? Der ist mir gerade in die Arme gelaufen da draußen. Ist nicht wahr. Warum? Weil ich da keinen Bock drauf habe. Ich hab da einfach keinen Bock drauf. Bitte, lass mich doch jetzt in Ruhe. Ja, lass Danke. Mich mal kurz. Ist ein bisschen aufgebracht, glaube ich, gerade. Ich verstehe Jeremys Verhalten einfach nicht. Er ist ein guter Junge, er ist gut in der Schule immer gewesen. Und auf einmal dreht er so durch. Es kommt mir fast so vor, als würde er Streit zwischen mir und meinem Mann provozieren. Wir haben ja, wir haben uns jetzt mal irgendwie in der Psychologie umschauen. Zum Beispiel auf Kurt Lewin, der sagt, der Verhalten ist eine Funktion aus Person und Umwelt. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist eine neue Änderung, dann liegen die Ursachen vielleicht eher in der Umwelt, also sein Lebensfeld, sein Lebensraum. Freundeskreis, Schule, also, Eltern. Bei ihm hat sich ja soweit nichts geändert. Bei uns vielleicht, aber bei ihm nicht. Ja, bei Ihnen vielleicht etwas geändert? Ja. Irgendwelche Einschnitte jetzt aus der Routine raus, irgendwas Neues hier? Also bei uns jetzt in der Beziehung funktioniert es nicht mehr so gut. Aber davon weiß er nichts. Davon weiß er nichts? Nein, das haben wir absichtlich vor ihm zurückgehalten. Okay. Mein Mann und ich haben beschlossen, bis zu seinem 18. Geburtstag uns zusammenzureißen und alles so zu lassen, wie es ist. Und ihn nicht merken zu lassen, dass zwischen uns beiden irgendwas nicht funktioniert. Er sollte damit nicht belastet werden. Noch ist nicht klar, ob Jeremys Verhalten tatsächlich etwas mit dem heimlichen Abkommen seiner Eltern zu tun hat. Deshalb sucht Schulsozialpädagoge Kevin Immler das Gespräch mit dem 16-Jährigen. Er weiß, dass Teenager ihre Grenzen stetig austesten. Und schon bald wird sich zeigen, warum der Jugendliche wirklich so sehr rebelliert und seine Eltern in einer Tour provoziert. Ich glaube, ich kriege jetzt langsam so eine Idee, was hier so gerade läuft. Und warum du das alles machst und welche Rolle deine Eltern in der ganzen Nummer haben. Erzähl mal deine Perspektive. Aber was wollen sie jetzt bezwecken? Warum sind sie hier? Warum wollen sie mit mir reden? Das ist ja, warum will ich mit dir reden? Weil ich dir helfen will, natürlich, Mann. Ja, das ist schön, aber... Mann, ey, du schreist gerade so nach Hilfe mit solchen Aktionen. Wirklich, du schaffst das doch gar nicht alleine. Wie denn? Gut, pass auf, ich möchte diese eine Übung machen, dieses eine Experiment, und dann hast du deine Ruhe, ja? Ja, ich möchte aber... Ja. Okay? Ja, wenn es schnell geht und ich danach meine Ruhe habe. Das wird sogar Spaß machen wahrscheinlich. Ja, natürlich. Der Jeremy wollte nicht so richtig mit mir sprechen. Er war sehr verschlossen, aber es hat gekocht in ihm. Der wollte was preisgeben, aber irgendwie auch nicht. Und dann dachte ich mir, okay, ich hole jetzt die Eltern dazu. Ich hatte mir vorweg schon so eine kleine Aktion überlegt, die ich mit ihnen machen konnte, um mal zu gucken, wie so das Konfliktverhalten zwischen ist, wie die miteinander umgehen, wie die miteinander arbeiten. Und das war wirklich spannend. Also es war wirklich aufschlussreich. Die Übung ist eigentlich relativ einfach. Ihr müsst nämlich nichts anderes machen, als diesen Zollstock zu Boden bringen. Aber ihr dürft nicht den Kontakt verlieren mit euren Fingern zu dem Zollstock. Sobald das passiert, müsst ihr wieder hochgehen auf Brusthöhe, ja? Mhm. Gut. Jetzt vorsichtig runterlassen. Ja, gleich. Finger müssen. Mach gar nichts. Das warst du doch, oder? Mach gar nichts. Das meckert doch nicht schon wieder rum. Kommen Sie. Ja, okay. Also die Finger müssen dranbleiben, ja? Also wir werden das als Familie jetzt doch mal gemeinsam hier machen. Als Familie? Alter, was ist das für eine Scheiße? Jeremy, was ihr abzieht, Mann! Ihr Familie! Also, Mann! Was hat er? Junge, ich verstehe. Ich muss gestehen, bei dieser Aktion habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt. Es ist eine Provokation im Prinzip. Also, es kommt eigentlich immer zum Streit. Und ich habe diesen Streit provoziert. Ich habe einen billigen Kauf genommen, das nehme ich auf mich. Aber ich musste einfach sehen und ich musste es miterleben, wie sie miteinander umgehen. Und dann, was ich dann gesehen habe, war ja auch sehr interessant. Der Jeremy, der hat sich ja. Der hat sich gefreut, als sich die Eltern gestritten haben. Und als die Eltern dann sagten, wir schaffen das, da ist er völlig ausgerissen und sagte, was für eine Farce, was für eine Lüge, was für eine Heuchelei, und ist weggerannt. Und da dachte ich, okay,
Jetzt bin ich ganz nah dran. Nach dem Eklat steht für Kevin Immler fest, dass die Ursache der Probleme innerhalb der Familie liegt. Der Sozialpädagoge ermutigt sowohl die Eltern als auch Jeremy dazu, sich gegenseitig zu sagen, was sie am anderen stört. Und das bringt das Fass nun endgültig zum Überlaufen. Denkt ihr, ich bin blöd? Denkt ihr echt, ich bin blöd? Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Bleib mal hier jetzt bitte. Immer ständig dieses, oh, wir sind eine tolle Familie. Ich krieg mit, dass ihr streitet. Ich krieg mit, dass ihr hinter meinem Rücken sagt, ach, wir bleiben noch zusammen, bis der Junge 18 ist. Bin ich ein Baby? Aber das machen wir doch für dich. Ihr macht das für mich? Denkt ihr, ich bin glücklich damit, wenn ich weiß, dass ihr euch eigentlich am liebsten gar nicht mehr sehen wollt? Jeremy ist so heftig explodiert und hat endlich Tacheles geredet und hat ihm gesagt, es geht ihm gegen den Strich, dass sie ihn wie ein Kind behandeln und anlügen. Meine persönliche Empfehlung, wenn Sie an einer ähnlichen Situation ankommen in Ihrem Leben, dann gaukeln Sie Ihrem Kind nichts vor, lügen Sie Ihr Kind nicht an. Das führt zu nichts. Sie schieben das Problem nur vor sich her. Ich kriege es nicht einmal hin zu sagen, Jeremy, wir haben ein Problem, es klappt mit uns nicht mehr, dann ist doch alles gut. Ich habe so viele Freunde, wo die Eltern getrennt sind. Und ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn ihr sagt, wir schaffen das nicht mehr, dann ist es in Ordnung. Und es ist auch einfach eine... Sag doch mal. Es ist einfach eine Lüge. Sie belügen ihren Sohn und er ist sauer deswegen. Natürlich, und er greift dann zu solchen Mitteln wie diese Party eskalieren lassen und schwänzen und so. Das sind Hilferufe. Jeremy wollte nicht mehr angelogen werden von seinen Eltern. Die haben eine Lüge gelebt und die haben das vorher geheim gehalten. Und er hat mit diesem Verhalten, diesen Provokationen, diese Scheidung eigentlich herbeiführen wollen, weil er endlich ein Ende haben wollte. Er wollte klare Verhältnisse haben. Er wollte, dass sie sich scheiden lassen. Und deswegen macht er die ganze Zeit diese krassen Aktionen. Weil wenn sie sich geschieden haben, dann kann man offen drüber reden, dann kann man damit arbeiten. Und das kann ich völlig nachvollziehen. Dank der Hilfe von Kevin Immler wird im Hause Hofmann nun Klartext geredet. Die Eltern haben eine Paartherapie begonnen und sich dadurch wieder angenähert. Jeremy hat seitdem keinen Blödsinn mehr angestellt. Der 16-Jährige hat sogar einen Nebenjob angenommen, um für das Bußgeld, das ihm für den Diebstahl des Schafs auferlegt wurde, selbst aufzukommen.